Und auch das ist ein Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen. Er sagte nämlich, pflegte nämlich zu sagen, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu al-hikmata wa al-ta'wil. O Allah, lehre ihn in der Religion und unterrichte ihn im Ta'wil. Wisst ihr, was der Ta'wil ist? Ja, in die Deutung des Korans. Die Deutung des Korans. Einfach die Deutung und Erklärung. Hat also nichts mit dem Ta'wil zu tun im Sinne von der Uminterpretierung eines offensichtlichen Textes zu einer nicht offensichtlichen Bedeutung. Das ist der Ta'wil bei den Usul-Gelehrten und später bei den Mutakallimun. Deswegen sehen wir Ibn Jarir al-Tabari, einer der ersten Mufassirun. Ibn Jarir al-Tabari ist im Jahr 310 nach der Hijra gestorben. Und sein Tafsir ist einer der ausführlichsten und größten Tafsir und der ältesten Tafsir, die uns erhalten geblieben sind. Es gab vorher Tafsir, die sind uns aber teilweise nicht mehr erhalten. Er beginnt immer, wenn er einen Vers erklären möchte, sagt er wa al-kalamu fi ta'wili qawli Allah ta'ala kaza wa kaza. Und der Ta'wil der Aussage Allah ta'ala ist so und so, also die Erklärung. Ibn Jarir al-Tabari, ich weiß nicht, ob ihr seinen Tafsir schon mal gesehen habt. Das ist nicht sein einziges Werk. Er hat zum Beispiel auch ein Buch über die Historik geschrieben. Riesengroß und der Tafsir ist auch riesengroß und sehr umfassend, umfangreich. Also er hat da alles Mögliche integriert. Grammatisch, die grammatikalischen Aspekte, die rhetorischen Aspekte des Korans, die Überlieferungen, er sammelt alle möglichen Überlieferungen, die über diese Verse gesagt worden sind, mit seinen eigenen Überlieferungsketten. Er spricht über den Fiqh, er spricht über die Qira'at. All diese Aspekte, deswegen ist er ein sehr umfangreicher Tafsir und deswegen ist er nicht geeignet für Einsteiger in den Tafsir, sowas zu lesen. Am Anfang ist ein schwerer Fehler, yani, wer sich auf derartige Tafsir einlässt, ohne diese Wissenschaften gelernt zu haben. Die Grammatik, er spricht über die Grammatik, ohne die Morphologie zu kennen, er spricht über morphologische Aspekte, ohne die Rhetorik zu kennen, ohne den Fiqh zu kennen, keine Ahnung von Qiraat. Wenn du das liest, dann machst du einen schwerwiegenden Fehler. Das ist wie jemand, der von Klasse 1 direkt ins Abitur gehen möchte. Das geht natürlich nicht. Auf jeden Fall, das Interessante ist, Ibn Jarir al-Tabari hat dieses Buch aus seinem Gedächtnis geschrieben. Er hat es nicht selbst geschrieben, er hat das seinen Schülern diktiert und seine Schüler haben es aufgeschrieben. So hat man das oft früher gemacht. Die Mashaykh haben den Schülern etwas diktiert und die Schüler haben das aufgeschrieben. Und interessanterweise wollte Ibn Jarir das viel größer halten. Er wollte das viel größer halten. Aber die Schüler haben sich beschwert und sie haben gesagt, das Leben reicht dazu nicht aus, das zu schreiben, was du vorhast. Und dann hat er das bedauert, Ibn Jarir sagt, er sagte, die Menschen haben keinen Eifer mehr. Sie haben keinen Eifer mehr. Das ist interessant. Die Leute haben geschrieben, Schreiben ist anspruchsvoller als Lesen. Schreiben ist viel anspruchsvoller als Lesen. Und wir haben Probleme damit, kleine Büchlein zu lesen, die aus 300, 400 Seiten bestehen.